Hallo Leute und willkommen zu einer weiteren Folge von Also Bellys Tagebuch. Ist heute nicht einfach ein wunderschöner Tag? Bei mir im Zimmer hat es gerade eben 29 Grad. Ich komme mir gerade eben so vor, als würde ich verrecken. Mein Headset gibt einen Geist auf und noch dazu habe ich einen Ventilator an und ich entschuldige mich jetzt schon dafür, aber ich muss ja irgendwie die warme Luft verteilen, damit es noch ein bisschen hier wärmer wird. Oder zumindest, dass es gar keinen Effekt hat. Was soll ich sagen? Ich kann mir halt eben keine Klimaanlage leisten. Grand Theft Boy Vince schrieb, DeLong 16, haha, damals warst du viel gechillt als heute mit Lollymann XD. Auch wenn ich jetzt gerne sagen würde, ja, ist auch verständlich, muss ich trotzdem hinzufügen. Der Lollymann. Er mag zwar schon ordentlich auf den Sack gehen, vor allem mit seinen Nonsense-Beleidigungen teils, also sprich, die noch nicht mal einen Sinn ergeben. Einfach mal, und ich gebe jetzt euch mal ein Beispiel. Oh mein Gott, Billy, du bist so schwul, oder? Billy mit dem Billy. Ne, warte mal, Billy mit dem Billy. So. Auf jeden Fall, so sagt er es die ganze Zeit und man wird irgendwann mal wahnsinnig, weil er sagt das in einer Dauerfrequenz. Aber trotzdem, der Grund, warum ich eigentlich nicht mehr so gechillter bin, ist... Das Leben hat mich eigentlich irgendwie ein bisschen geändert, sage ich es mal so. Und noch dazu, möglicherweise, die ganzen PvP-Games haben mich auch noch ordentlich verdorben, weil ich möglicherweise mich mal gerne aufrege. Aber ich schäme mich nicht dafür. Wenn irgendwie Scheiße passiert, dann rege ich mich halt eben gerne auf. Ist halt eben so. Erster 129 schrieb, und ich nehme jetzt auch mal ganz stark an, und ich weiß jetzt nicht warum, auf jeden Fall, dass er diesen Kommentar jetzt sich wirklich ernst meint. Und noch dazu habe ich doch in diesem Video gesagt, bitte das unter einem DeLong 16 Video schreiben. Aber dadurch, dass ich mal gerne eine Ausnahme mache, und das wird jetzt auch die einzige Ausnahme bleiben, wird es erstmal eher dran kommen. Und zwar, du blöder, fetter Hurensohn, lösch deinen Kanal und bring dich um, du hässlicher Mutterficker. Geil, jetzt lande ich im nächsten Video. Glückwunsch, Erster. Ich musste dir diesen Gefallen tun. Schaffen wir 100.000 Abos ohne Video? Und bevor ihr fragt, das ist der Name von ihm, wie man hier sehen kann, nicht das, was er geschrieben hat. Helft mir, das Projekt zu schaffen. Damit trägst du zur sozialen Forschung bei. Was denn? Was ist daran eine soziale Forschung? 1000 Abonnenten zu bekommen, ohne irgendwie ein Video zu haben. Helge Petersen schrieb, cool, cool, das war cool. Okay. Struck schrieb, für witzige Let's Play drücke auf meinen Namen, Smiley. Oh Lordy, wo zur Hölle soll ich da anfangen? Erstens, Kollege, bitte. Bitte. Lern Deutsch. Ich weiß, man kann durchaus Fehler machen, aber nicht viermal hintereinander. Auch mit Copy und Paste. Irgendwann mal muss es doch einem auffallen. Alperen 194 schrieb, was denn das für ein Deutsch XD? Ja, ich weiß, damals habe ich noch sehr, sehr naive Ausdrücke gehabt und noch dazu, habe ich auch einen sehr brutalen Akzent, der mir niemals wirklich aufgefallen ist. Ich für meinen Teil denke, dass ich eigentlich bis zu 80% Hochdeutsch rede, aber da könnte ich mich jetzt auch irren. Aber die Sache ist die, wenn man schon schreibt, was denn das für ein Deutsch, dann frage ich mich irgendwie schon auch, was denn das für ein Deutsch ist. Also von dem her, was zur Hölle, Kollege? Ah, die schöne alte Zeit. Als man gedacht hat, dass man mit einem Panzer und mit einer Strichfigur Google aufhalten kann. Ich meine, ja, Google wird wahrscheinlich schon bemerkt haben, dass erstaunlich viele Leute so etwas in den Kommentaren gepostet haben. Aber die Sache ist die, diese Kommentare sind automatisch in einem Spam-Ordner oder eher gesagt in der Spam-Sektion gelandet. Also sprich, dass es niemand sehen kann. Und noch dazu, warum sollte Google irgendwie einen Fick darauf geben, dass irgendwelche Leute jetzt mal ein Copy-Paste machen können. Also von dem her, wenn man schon wirklich, was weiß ich, einen Boykott machen möchte, dann müsste man YouTube und alle Google-Produkte und Google-Services komplett boykottieren. Aber dadurch, dass es eh kaum jemand gemacht hat, wenn überhaupt, sehe ich noch nicht mal einen Grund und Zweck, von irgendwelchen YouTubern das in den Kommentaren rein zu spammen. Umut Garrett schrieb, und heilige Scheiße, ich werde noch wahnsinnig mit diesem Namen, warum sind deine alten MTA-Videos gelöscht worden, beziehungsweise weg? Auf The Long 16, wie soll ich jetzt erstmal das sagen? Ich hatte eine Kanaldepression. Ich weiß, es hört sich komisch an, aber was ich damit meine ist,
Alles, was ich produziert habe, sah ich als Müll an. Ich war auf nichts stolz und hab dann eigentlich unkontrollierterweise verdammt viele Videos gelöscht. Wenn ich sogar jetzt mal tippen müsste, 8 bis 1000 Videos. Also von dem her, es war schon krass. Ich meine, ich würde es nicht damit sagen, dass auf Offsibility die Videos wirklich gut sind. Ich meine, es liegt immer noch im Auge des Betrachters, aber auf die bin ich wenigstens noch ein bisschen mehr stolz, als jetzt mit denen hier auf The Long 16. Tobias Simon schrieb, und hoffentlich habe ich den Namen richtig ausgesprochen, langsam nervt, mit Vogel-V, es, dass ihr die ganze Zeit den Skin wechselt. Okay, in Groß- und Kleinschreibung fehlt, aber ja, ja, ich weiß, ich drehe noch irgendwann mal durch. Die Sache ist die, ich wechsle halt eben gern mein Skin, vor allem Dinge auf Servern, wo man es noch gerne machen kann. In dem Fall war es jetzt unter einem MTA-Video. Ich, schäme mich eigentlich nicht wirklich dafür, also, keine Ahnung. Die Zuckerbrows schrieben, oder schrieb, ich weiß nicht, wie viele Leute dahinter sind, du bist richtig scheiße, lösch deinen Kanal. Wisst ihr, das Schöne an diesem Kommentar ist ja, ich weiß nicht, ob es ein Troll-Kommentar ist oder ein, ja, Anführungsstrichen, Hate-Kommentar ist. Ich sehe es ja das noch nicht mal wirklich als Hate. Weil entweder konnte er nicht schreiben oder es war absichtlich so gemeint. Oh, was meine ich gerade eben kommt, es kann ja absichtlich auch so geschrieben worden sein und er meint es auch wirklich so. Daniel Wagner schrieb, 1,48, lecker Krusten, Smiley. Verdammt nochmal, ich hätte ja wirklich gerne nachgecheckt auf diesem Video und zwar war es halt eben auf diesem Fun-Server mit dem Chat auf dem Thumbnail, auf jeden Fall, ob ich da wirklich lecker Krusten gesagt habe oder ob dieser liebe Kommentarschreiber hier nur irgendwas anderes verstanden hat. Aber trotzdem würde ich mal gerne wissen, warum das eigentlich bei Spam ist. Obwohl, streichen wir das, ich weiß warum. Martin Schulz schrieb, Rundfunkstaatsvertrag kündigen, keine Subvention mehr für ARD und ZDF. So sehr wie ich auch manchmal dem zustimmen würde, muss ich trotzdem die Frage stellen, was hat das unter einem Romania Superstar-Server-Video zu suchen? Ich weiß es nicht. Kann mir das irgendjemand sagen? Weil ich werde einfach nicht schlau daraus. Andy schrieb einen sehr geilen Kommentar. Das männliche Glied reparieren? Fragezeichen. Leute, machst du es doch erst 13. Oh Gott, ich musste diesen Kommentar so sehr feiern, als ich den gelesen habe. Er war nicht auch komplett vergessen, ihn zu liken. Oh, verdammt nochmal. Gameslayer99 schrieb, GTA 5 für den PC ist raus. Und du spielst immer noch San Andreas? Fragezeichen. Ist das dein scheiß Ernst? Fragezeichen. QTA 5 ist mega geil. Ne, warte mal, geil. Also, wieso bitte? Erstens, Gameslayer. Guck dir mal von Filthy Frank das Viaboo-Video an. Das ist jetzt nur so, eine Empfehlung. Das zweite ist, normalerweise würde ich gerne sagen, schau auf das verfickte Datum, aber dieses Video war eigentlich sogar neu und noch dazu zu dieser Zeit war eigentlich auch GTA 5 draußen, jetzt nicht für den PC, aber trotzdem, es war draußen. Es ist doch scheißegal, ob ich GTA 5 oder San Andreas spiele. So lustig, wie es sich anhört, aber ich für meinen Teil würde jederzeit GTA San Andreas bevorzugen, weil Story, Gameplay und alles andere eigentlich mir irgendwie mehr gefallen hat. Ich gebe euch mal Beispiele. Was kann man in GTA 5 schon großartig betreten? Gelegentlich mal einen Kleidungsladen, Waffenladen, aber was ist mit den ganzen, sage ich mal, Häusern, die man damals bei San Andreas überfallen konnte? Was ist mit den Pizza Stock oder wie das hieß, Burger Shot, Clucking Bell? Was ist alles mit dem passiert? Man kann nichts mehr davon betreten. Selbst bei GTA 4, und das war für Konsolenverhältnisse eine große Map und noch detailreich, wie gesagt, für Konsolen. Aber trotzdem, GTA 5 finde ich sogar in manchen Aspekten sogar eher einen Schritt zurück. Ich meine, ja, Grafiktexturen sehen toll aus, aber wenn das wirklich alles ist von einem Spiel, was großartig raushängt, dann nennt man auch das, und zwar das folgende, Leer innen drin. Und man kann so viel
mit einem, ja, wie soll ich sagen, man kann nicht so viel mit einem Diamanten anfangen, der schön aussieht, aber nichts wert ist. Also von dem her, ich weiß, das ist ein scheiß Beispiel, aber trotzdem, für mich hat eigentlich GTA 5 außer den Online-Modus und gelegentlich den Mods keinen Wiederspielwert. Sergio Baba schrieb, Name, Passwort, oder eigentlich hier in dem Fall Name, Password. Warum schreiben mir Leute überhaupt so einen Scheißdreck? Das würde ich mal echt gerne wissen. Nicolas Luis schrieb einen sehr verwundernden Kommentar. Also, wenn dir was nicht passt, Deutsch, dann deabonniere mich oder sehe dir meine LPs nicht mehr an. Ey, Billy, sag was. Was? Nicolas, ich hab dich niemals abonniert. Ich kenn dich Scheißhaufen noch nicht mal. Ah, oh, Gott, aber naja, ich hab halt eben dazu geschrieben. Von was redest du überhaupt? Er schrieb dazu. Ja, der Abonnent nervt. Ich hab gedacht, du redest über mich. Was jetzt? Manchmal würde ich mir am liebsten eine Knarre nehmen. Gegen, oder nein, wenn man es gegen die Birne hält, kann es abrutschen und man, ja, wisst ihr was, ich würde es einfach in meinen Mund reintun und dann abdrücken. So fühle ich mich manchmal, wenn ich solche Kommentare lese. Christopher Malte Stuff Sheep, immer diese Fetische bei euch. Warum kauft ihr euch nicht alle einen Roadcleaner und spielt irgendwo in der Nähe von Wasserboxen? Ja, ich muss schon zugeben, diesen Fetisch, und ich nehme jetzt mal an, der meint diesen Fetisch, dass ich Roadclean ins Wasser boxe oder sonst wohin, wenn ich das sehe. Übrigens hast du auf dem MTR-Server. Aber ich muss auch schon zugeben, es war mies. Vor allen Dingen musste ich es auch rausfinden, wie mies es war, als ich selber mit dem Roadclean unterwegs war und wie viele Leute einen versucht haben, ins Wasser zu rammen. Also, ich erkenne schon meinen Weg und vor allen Dingen, dass es jetzt nicht direkt richtig war, aber trotzdem, tut mir leid wegen meinem Fetisch. Ich hab halt eben gerne welche. Und der letzte Kommentar heute. Comrade Slane schrieb, dieser Leumas ist ganz schön kompetent. Smiley. Das war eigentlich auch noch bei diesem Video, als wir auf der Map White Rock Fortress gespielt haben. Ich mit meinem Pershing unterwegs war und er mit dem Jumbo. Und er irgendwie es lustig fand, runterzufahren und dann den Rest der Gruppe den Weg richtig schön zu blockieren. Es hat mich wirklich gewundert zu sehen, dass er nicht abgeknallt worden ist, weil damals war es eigentlich noch möglich, Friendly Fire, sage ich mal, direkt auf jemanden zu machen, also jetzt ohne, dass man so die ganze Zeit rumschwenken muss und hoffen muss, dass ein Schuss in seine Richtung geht. Auf jeden Fall, es hat mich schon irgendwie gewundert zu sehen. Aber okay, das war jetzt erstmal heute eine weitere Folge von Officer Billys Tagebuch. Ich hoffe, euch hat es gefallen und meine Stimme wird jetzt auch erstmal langsam verrecken. Und von dem her verabschiede ich mich schon mal. Ciao.